Sind Sie irritiert über das, was Sie da gerade hören? So oder sehr ähnlich haben Sie Ihre Mutter gehört, als Sie noch Embryo waren. Schon nach 4,5 Monaten ist das Gehör des Fötus im Mutterleib als erstes Sinnesorgan fertig ausgebildet. Die Hälfte der Zeit zwischen Ihrer Zeugung und Geburt konnten Sie also bereits hören. Unsere Mutter hat uns 20 Wochen lang geweckt. Und wenn man sich das richtig mal vorstellt, wie es doch mal gewesen sein sollte, dass wir da so schön gelegen haben, mit unseren Schädelchen in die Beckenpfanne von unserer Mutter eingedreht, und dass wir da oben so 20 Wochen lang immer dieses gehört haben. Man kann sich da vorstellen, dass wir geplatzt haben von Neugierde. Wir sind da richtig geweckt worden. Geweckt zur Kommunikation, geweckt zur Zuhören. Erzählt der Therapeut und Pädagoge Josef Verwoerd. Der Belgier leitet das Atlantis-Institut in Sint-Truiden bei Lüttich. Dieses Therapiezentrum zur Beseitigung von Hörverarbeitungsstörungen bedient sich einer speziellen Methode. Ihr Erfinder war der französische Arzt und Wissenschaftler Alfred Tomatis, der von 1920 bis 2001 lebte. Als Hals-Nasen-Ohren-Spezialist und Psychologe erforschte er die Zusammenhänge zwischen dem Hören, der Psyche und der Sprache. Er erkannte, dass die Fähigkeit des Menschen zu hören nicht gleichzusetzen ist mit der des Zuhörens oder Horchens, wie er es nannte. Josef Verwoerd erklärt. Hören ist eigentlich, ich nehme etwas auf, genau wie ein Tier. Mein Ohr empfängt einen Schall und das wird am Gehirn übertragen. Das ist Hören. Zuhören ist sehr deutlich, das, was ich höre, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, um etwas mit das Hören oder das, was ich gehört habe, um damit etwas anzufangen. Ich will also das Gehörte verarbeiten. Das ist Zuhören. Das ist Horchen. Eine Haltung nehmen von nach außen gerichtet sein, damit meine Sinnesorgane auch richtig aufnehmen können. Also zu hören, zu sehen, ist wirklich eine Spannung nach außen kreieren in mir, um aufzunehmen. Das ist der Riesenunterschied zwischen sehen, hören und zu sehen und zu hören. Der Willensakt. Der Mediziner Tomatis erkannte, dass die unterschiedlichsten Probleme körperlicher und seelischer Art auf ein gestörtes Hörvermögen zurückzuführen sein können. Das Ohr ist dabei unter Umständen sogar organisch gesund, aber die Verarbeitung des Gehörten im Gehirn verläuft fehlerhaft. Das Ergebnis? Die Kommunikation mit der Außenwelt ist gestört. In extremen Fällen sitzt der Mensch dann in seinem eigenen Körper fest, wie in einem Gefängnis. Er kommt nicht aus sich heraus. Die Auslöser sind manchmal plötzlich auftretende Krankheiten wie Gehirnblutungen oder ein Schlaganfall. Häufig aber liegen die Ursachen in Entwicklungsstörungen begründet, die bis in die vorgeburtliche Zeit im Mutterleib zurückreichen. Die Auswirkungen können Stimm-, Sprach- und Verhaltensprobleme sein, Legasthenie, motorische Probleme, Autismus und vieles mehr. Um diese Defizite auszugleichen, entwickelte Alfred Tomatis bereits ab den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Hörtraining, seine sogenannte Horchtherapie.